Ich habe für euch zwei Action Cams, und zwar einmal eine Sports Action Cam und diese. Die werde ich jetzt mal testen. Das ist eine, die ist total für 20 € zu haben, unter 20 €. Und die andere kostet ein bisschen mehr, die ist 34 €. Die Cam ist schlabberig verpackt. Vielleicht hat das auch mit der Qualität, Bildqualität muss ja entscheiden, vielleicht nichts zu tun. Das ist hier ein weißer Karton, der aber schon so ein bisschen angegrabbelt aussieht. Ich weiß auch nicht, was mit dem ist. Vielleicht sollte man keinen weißen Karton nehmen, wenn er einfach nicht so weiß ist wie so ein, soll wohl so ein bisschen iPhone-mäßig sein, der Karton. Ist aber ein bisschen dreckig hier. Und hier so komische Falten drin. Und als Referenz habe ich jetzt noch hier eine Rollei 500 Sunrise. Die ist auch ganz cool, die kostet nur 72 €. Und die GoPro Hero 4, die kostet allerdings ein bisschen mehr. Die hat mal damals 400 € gekostet. Ich weiß nicht, kostet jetzt wahrscheinlich unter 300, schätze ich mal. Es scheint mir so, als wenn es eigentlich genau dasselbe ist irgendwie. Und die eine kann mehr, die andere kann weniger. Hier sind zwei Knöpfe, da sind zwei Knöpfe, da ist ein Knopf. Und gut, aber was ich komisch finde, ist, hier bei der günstigeren Kamera ist der Screen viel größer als bei der. Bei der teuren Kamera, die gut 34 € ist, der Screen ziemlich klein geraten. Bei der ist der Screen viel größer geraten. Beide Kameras haben keinen Deckel hinten. So, und auch das Akkufach ist irgendwie ähnlich. Bei der gelben günstigeren Kamera fehlt irgendwo irgendwie da oben Knopf. Ich weiß gar nicht, wie ich das aufkriegen kann. Etwas tricky. Aber funktioniert. Der Akku ist ja auch schon drin. Bei der ist halt hier noch so ein Hebel, was das Ganze aber auch nicht besser macht. Und kein Akku drin. So, Akku drin. Naja, ist alles sehr hackelig. Man denkt, man könnte schnell was kaputt machen, weil das Akkufach ist so fisselig zu öffnen. Bei der gelben noch krasser wie bei der schwarzen. Aber eigentlich ist beides total klapperig und billig. Okay, aber vielleicht funktionieren sie ja. Als Vergleich können wir ja mal den Verschluss der Rolle einnehmen. Und zwar ist hier auch noch ein Teil, was man hochschieben kann zur Sicherung. Ja, also so ist auf. Ja, ich vergesse das mal zuzumachen, weil es ist auch so schon, es springt dann auf. Hier hat man dann die ganzen Anschlüsse. Das Menü ist relativ einfach zu bedienen. Hier vorne kann man das Teil anmachen. Dann hat man hier den Screen. Und ja, hier an der Seite sind noch zwei Tasten. Damit kann man sehr gut durchs Menü. Also das ist eine Klappe gibt es da irgendwie gar nicht. Die war nicht dabei. Okay, muss man nicht unbedingt haben. Das Ding ist ja in diesem Gehäuse drin. Gut, ins Menü gehen wir rein. Ganz einfach hier oben oder hier hinten mit dieser Taste. Ja, da ist kein No Image. Dann noch weiter. Da ist Resolution, kann man einstellen. Hier an der Seite geht man runter. Resolution haben wir hier eingestellt. Ja, 1080p. Hier haben wir noch Cycle Record, also ununterbrochene Aufnahme. HDR, das ist vielleicht gar nicht schlecht. Motion Detection, das heißt, wenn sich was bewegt, nimmt die Kamera auf. Diese Kamera hat für 35 € auch einen Bildstabilisator drin. Man kann hier jetzt noch mit den Tasten an der Seite noch ranzoomen, also echt wie so ein Zoom. So, Vierfach-Zoom, digital, klasse. Hier haben wir die andere Cam, die V-Mount, günstigere Variante. Es gibt von dieser V-Mount auch noch eine teurere Variante, ich glaube für 30, 40, 40 €. Die kann dann auch mehr. Das Display ist erstaunlich groß hinten. Der Weitwinkel sieht man gleich, ist nicht ganz so weit. Das Menü. Es fängt auch erstmal wieder an mit Videos, dann mit Resolution. Ansonsten kann man auch hier mit den Tasten an der Seite zoomen. Es geht hier ein bisschen hackeliger, ne? Also zwei Stufen ran und dann sieht es auch wirklich sehr grisselig aus.
So, hier haben wir die vier Kameras, die wir gleich testen werden draußen. Eine Preisklasse von 19,99, 34,99, 72 Euro für die Kodak und die GoPro Hero 4 kostet 326 Euro. Das ist natürlich mega. Es gibt mittlerweile schon die GoPro 6. Jetzt gibt es die GoPro 5 für 329 Euro. Das ist immer noch eine Menge im Gegensatz zu 20 Euro. Okay, wir müssen gucken, womit kann man natürlich überhaupt Aufnahmen machen in Full HD? Was wäre einigermaßen akzeptabel, das Bild? Die Kamera kann 4K, allerdings damals noch mit 25p. Das ruckelt ein bisschen. Jetzt mittlerweile die neue, die aber schon 500 Euro kostet, die GoPro Hero 6. Ich weiß gar nicht, ob es die 5er kann, kann 4K in 50p. Das ist natürlich ein flüssiges Bild. Diese Rollei kann 2K immerhin für 72 Euro und die beiden können Full HD. Auf dem letzten Platz ist diese Sportscam mit einem fetten LCD-Display und in Gelb auch gar nicht mal schlecht, aber Full HD steht da drauf, das kann überhaupt nicht angehen, mit 4:3. Das Bild ist sowas von grottenschlecht, das kann einfach nicht wahr sein. Die Kamera ist 2 Euro wert, das Zubehör okay, das ist vielleicht 5 Euro wert, aber das ist eine Schrottkamera, die kannst du direkt wegwerfen. Die Victor-Kamera ist eigentlich ganz gut. Ich finde, der Bildstabilisator ist auch okay. Das Display ist Minimalart, okay, besser als nix. Und für 34 Euro eigentlich eine Kamera, die man echt benutzen kann auch. Von der Bildqualität her eigentlich ganz gut, wenn es nicht zu dunkel ist. Das Bild ist auch insgesamt ein bisschen dunkler und grisseliger. Die Rollei finde ich super für 72 Euro. Die macht ein gutes Bild. Nicht ganz so lichtstark wie die Hero, aber preislich eigentlich ein Hammer. Auch vor allen Dingen so wie sie ist, wasserdicht. Die GoPro Hero 4 natürlich der Sieger. Von der Bildqualität her optimal. Hinten gab es damals bei der 4 noch kein Display. Die ist jetzt auch schon 2 Jahre alt. Dafür hat sie Wifi. Man kann sie mit Wifi verbinden. Das kann man die Rollei auch. Die kann man auch mit Wifi verbinden. Und also gibt es eine App dafür und man kann so das Bild kontrollieren. Das gibt bei den anderen beiden Billigcams natürlich nicht. Das war's. Mir macht das ja mal riesig Spaß, solche Filme zu machen und ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht und auch ein bisschen was gebracht. Ihr schmeißt jetzt nicht das Geld zum Fenster raus für eine 20-Euro-Cam, sondern nehmt vielleicht auch ein bisschen mehr Geld in die Hand. 50 bis 100 Euro muss man wahrscheinlich ausgeben, damit von der Bedienung her und von der Bildqualität da ein bisschen was bei rüberkommt und das auch länger hält. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, nehmt ein Abo mit und schaltet nächstes Mal wieder ein. Bis dann, ciao.